Jemand hat dir Drogen gegeben und du hast getrunken. Ich muss dich sofort ins Krankenhaus bringen. Das geht nicht. Ich gehe jetzt. Ich muss jemand zu Hilfe holen. Du musst durchhalten. Hörst du mich? Halte einfach durch, hörst du? Hallo? Sag doch was, Kelly. Eden? Kelly? Greg? Wo ist Eden? Keine Ahnung. Jemand hat mich niedergeschlagen. Ich war unten im Keller. Was ist mit Kelly? Ihrem Atem nach zu urteilen, ist sie betrunken. Sie wissen vermutlich nichts Näheres über die Leiche da oben. Welche Leiche? Roberts Zwillingsbruder. Sein Zwilling? Ja, der Mann, den wir die letzten Monate als Robert Barr gekannt haben, war sein Bruder Quinn. Deswegen ist dieser Name immer wieder aufgetaucht. Wen hast du geheiratet? Es war garantiert nicht Robert. Der war in Beaufort in Louisiana. Beaufort? Aber da war ich doch im Haus des Sheriffs. Oh nein! Ja, wir sind heute erst wieder zurückgekehrt. Gehen Sie doch bitte zu meinem Wagen und rufen Sie eine Ambulanz. Und den Gerichtsmediziner, wenn Sie schon dabei sind. Gut, kümmern Sie sich um sie. Weißt du, wo Eden ist? Wer ist da? Was zum Teufel? Ist Kelly verletzt? Ich hörte einen Schuss. Es geht dir gut. Wer ist das gewesen? Quinn. Der Schlüssel liegt da drüben. Er hat ihn da irgendwo hingeworfen. Was ist passiert? Da war ein Schuss. Schwören Sie mir, dass Kelly nichts passiert ist. Sie ist bewusstlos. Aber sie schafft das schon. Ihr Bruder ist tot. Oh mein Gott. Wo ist Eden? Haben Sie sie gesehen? Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie unten. Ich helfe Ihnen gleich, sie zu suchen und erzähle Ihnen alles. Aber lassen Sie doch, was hat Ihnen da unten gemacht? Gleich kommt ein Krankenwagen, Kelly. Es wird alles wieder gut.
Niemand hat es verdient, auf so eine Art und Weise zu sterben. Aber bei ihm schien es leider unvermeidbar. Er hat mal versucht, mich umzubringen. Doch er hat es nicht fertiggebracht. Sonst hätte er jetzt das Gleiche empfunden wie ich. Was empfinden Sie denn? Als würde ich meinen eigenen Tod sehen. Wie geht es ihr? Der Krankenwagen kommt jede Minute. Wo warst du? Er war oben auf dem Dachboden, gefesselt. Was fehlt dir denn? Wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung. Im Krankenhaus wird man uns mehr sagen können. Gut. Gott sei Dank. Liebling, da bist du ja endlich. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Wo warst du bloß? Ich wollte Hilfe für Kelly holen. Ich wollte telefonieren, aber die Leitung war tot. Da bin ich zum Krankenhaus gefahren. Ist gut, beruhige dich. Quinn ist tot. Ich weiß. Hast du gesehen, was passiert ist? Das ist doch nicht möglich. Ich muss doch wohl träumen. Castillo, ich war der Ansicht, dass Sie verhaftet sind. Wir vergessen das mal für den Moment. Erst möchte ich gerne wissen, was Ihre charmante Frau hier macht. Eden, meine Liebe, wir haben ja so schrecklich vieles aufzuholen. Aber ich schlage vor, dass Sie mir zuerst mal was über die Leiche erzählen, die da oben liegen soll. Aber lassen Sie kein Detail aus. Eben einen kurzen Blick auf das Mordopfer geworfen. Ich muss schon sagen, die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend, nicht wahr? Muss ja ein Riesenspaß gewesen sein, als Sie noch Kinder waren. Der Bruder des Mannes ist tot. Jetzt werden Sie bitte nicht pietätlos, ja? Er ist tot. Bis vor kurzem wusste ich nicht mal von seiner Existenz. Dann waren Ihre Eltern wahrhaftig gute Geheimniskrämer. Müssen Sie die Geschichte denn unbedingt jetzt gleich hören? Dann werde ich sie Ihnen erzählen. Seine Mutter gab seinen Bruder nach der Geburt weg. Sein Bruder wuchs dann bei Mr. und Mrs. Armitage auf, die ihn Quinn nannten. Quinn und seine Komplizin entführten Robert und hielten ihn gefangen. Während Quinn sich überall als Robert ausgab und dessen Verlobte täuschen und heiraten konnte, meine Schwägerin Kelly. Oh, eine reizende kleine Geschichte. Genau das ist aber passiert. Könnten Sie Ihre blöden Witze mal beiseite lassen? Wann hat Kelly die Wahrheit herausgefunden? Ich weiß gar nicht, ob sie das hat. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war oben gefesselt. Man hat ihr irgendwelche Drogen gegeben. Ich weiß auch nicht genau. Was? Lame, sie hat es mir gesagt, dass Quinn Kelly unter Drogen gesetzt hat. Sie rufen Halluzinationen hervor. Kelly sollte davon einen Nervenzusammenbruch kriegen. Immer hübsch langsam. Ich komme da nicht ganz mit. Jetzt mal von vorne. Sie erwähnten da gerade jemanden namens Flame. Könnten Sie uns höflicherweise aufklären, wer das ist? Quinns Komplizin und Freundin. Wann hast du sie gesehen? Wohin? Quinn hatte sie bei sich zu Hause eingesperrt. Sie sagte zwar, es sei Robert gewesen, aber ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich nicht, was passiert ist. Sind Sie sicher? Sie scheinen mir immerhin die einzige Zeugin zu sein, die in dem Zimmer war, als der Abzug gedrückt wurde. Haben Sie gesehen, wer es war? Gesund. Ihr Zustand ist stabil. Das ist alles, was ich Ihnen im Moment sagen kann. Ich werde auf jeden Fall mit Ihnen fahren. Halt, mein Freund. Sie können nicht einfach gehen, wenn ein Mord untersucht wird. Ich bin kein Verdächtiger und Kelly ist meine Frau. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus, ob es Ihnen passt oder nicht. Haben Sie ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes? Ich sagte doch, dass ich gefesselt auf dem Dachboden lag. Ich konnte mich nicht rühren, ich konnte nicht mal schreien, ich konnte gar nichts tun. Genau wie ich. Ich wurde im Keller bewusstlos geschlagen. Können wir uns vielleicht erstmal um Kelly kümmern und das später klären? Was? Sind Sie etwa auch mit ihr verheiratet? Sie können gehen. Und alle anderen bleiben schön hier. Eden, ich rufe dich sofort an, wenn ich etwas weiß. Wenn keiner rangeht, sind wir noch auf dem Weg nach Hause. Also machen Sie schon endlich. Vielleicht fangen Sie mal damit an, mir zu sagen, wo Sie waren, als der Schuss abgegeben wurde. Quinn war schon tot. Ich kam gegen 10 Uhr hier an. Haben Sie dafür Beweise? Ja, um 15:45 habe ich mir einen Polizeiwagen von einem Kollegen geliehen, weil meiner unter einem umgestürzten Baum festlag. Hat der werte Kollege einen Namen? Der ist mir im Moment leider entfallen, aber das wird sich morgen früh ja wohl belegen lassen. So ein Pech, dass sich Ihre Aussage nicht belegen lässt, Mr. Hunt. Tja, da muss ich mich wohl mit Ihrem Wort zufrieden geben, dass Sie wirklich Sterne im Keller gesehen haben, oder? Dann sehen Sie sich doch das hier an. Denken Sie, das hätte ich selbst gemacht? Tja, Herzchen, dann bleiben leider nur noch Sie. Da wir jetzt endlich ungestört sind, schildern Sie uns doch mal ausführlich die Ereignisse des heutigen Abends.
Erzähl ihm, was passiert ist, dann kann der endlich nach Hause. Was heißt denn hier wir? Schließlich sind Sie verhaftet, Castillo. Sie sind ein geflohener Schlüssel. Wie lange können Sie wohl Ihre seltsamen Verhaftungsmethoden vor Gericht aufrechterhalten? 15 Sekunden vielleicht. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie Ihre Frau reden. Sind Sie nicht genauso wie ich daran interessiert, zu erfahren, was hier geschehen ist? Lass dir ruhig Zeit, mein Schatz. Also, es ist so, ich kam von Flame. Und Robert war hier. Er kam gerade rein. Er und Quinn waren hier unten und Kelly ist oben gewesen. Sie haben sich gestritten. Jeder hat gesagt, der andere würde lügen. Ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich glauben soll. Robert sagte schließlich etwas zu mir, das mich davon überzeugte, dass er wirklich der richtige Robert war. Und dann kam Kelly mit dem Fahrstuhl runter. Sie hatte eine Waffe in der Hand. Hat sie Robert und Quinn denn wohl zusammen gesehen? Hatte sie eine Ahnung, was hier vor sich ging? Augenblick, ich stelle hier die Fragen, Castillo. Ja, doch, Keith, tun Sie sich keinen Zwang an. Wenn Ihnen einer einfällt... Fahren Sie fort, Eden. Wie hat Ihre Schwester denn reagiert, als sie gesehen hat, dass sie gleich zwei Ehemänner hat? Ich glaube nicht, dass sie Quinn sehen konnte. Er hat die Situation genutzt und ist ganz schnell verschwunden. Wir haben versucht, mit Kelly zu reden, aber sie wollte nicht. Sie hat immer gesagt, du spionierst immer hinter mir her, du willst nur nicht, dass wir zusammen sind. Irgendwann ist es uns dann gelungen, ihr die Waffe wegzunehmen. Aber Quinn, er war weg und, wisst ihr, ich könnte schwören, er ist durch eine der Geheimtüren verschwunden. Welche Geheimtüren meinst du? In diesem Haus gibt's ganz viele davon. Robert sah, wie er verschwand. Also ist er nach oben gerannt und ich blieb bei Kelly. Ich meine, sie war voller Drogen und hatte außerdem getrunken. Ich wollte sie ins Krankenhaus bringen, aber sie wollte es nicht. Und dann hörten wir ein lautes Geräusch. Den Schuss? Nein, es war kein Schuss. Es hörte sich anders an. Ich nahm an, dass Robert und Quinn aufeinander losgingen. Ich dachte, dass sie sich wahrscheinlich gegenseitig umbringen. Ich kann gar nicht fassen, was passiert ist. Das Ding ist ja gut. Möchtest du dich nicht einen Augenblick setzen? Sparen Sie sich das für Ihr Liebesnest, Inspektor. Lassen Sie sie weitererzählen. Fahren Sie fort, Eden. Was ist passiert, nachdem Sie hörten, dass die beiden miteinander kämpften? Ich bin nach oben gegangen. Ich wollte Kelly nicht allein lassen, sicher nicht. Ist sie da ohnmächtig geworden? Das weiß ich nicht. Irgendwann musst du sie doch auf die Couch gelegt haben. Das hast du ja, doch gemacht. Ja, ich habe sie auf die Couch gelegt. Aber ich wusste, dass ich sie nicht zum Auto tragen konnte. Natürlich nicht. Du hattest gar keine andere Wahl, als sie allein liegen zu lassen. Legen Sie ihr keine Worte in den Mund. Lassen Sie sie reden. Eden, ich hätte gerne gewusst, was mit der Waffe passiert ist, nachdem sie Kelly wegnehmen konnten. Als ich sie weggenommen hatte, habe ich sie auf den Tisch gelegt, nachdem ich sie Kelly weggenommen hatte. Auf diesen Tisch? Seltsam. Hier liegt sie nicht. Frank, kann ich Sie mal kurz was Natürlich. Fragen? Sie schon in etwa abschätzen, wann der Mann erschossen wurde? Ich würde sagen, wahrscheinlich vor 2 Stunden, vielleicht auch etwas eher. Aus welcher Entfernung wurde geschossen? Das ist schwer zu sagen. 2 bis 3 Meter, vielleicht auch mehr. Gibt es Spuren eines Kampfes? Bisher noch nicht. Etwas später weiß ich mehr. Na gut, wir können also Notwehr in diesem Fall ausschließen. Dann haben wir hier einen klassischen Mord vorliegen. Können Sie mich anrufen, wenn Sie Näheres wissen? Natürlich. Danke. Wir sollten ins Krankenhaus fahren. Der Gerichtsmediziner braucht noch ein paar Stunden für nähere Ergebnisse. Kann ich bei Ihnen mitfahren? Natürlich. Sie bekommen dann gleich morgen früh meinen Bericht auf den Schreibtisch. Hoffentlich enthält er auch ein paar Ergebnisse. Das ist einfach unglaublich. Ein saftiger Mordfall, in dem die ganze Capwell-Familie zu den Verdächtigen zählt. Und Castillo mir dabei zuarbeiten muss. Ich danke.